King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Hallo und herzlich willkommen zu unserem finalen Ranking Stage Special zu 30 Jahre Tekken. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen die letzten zwei Games und das sind die King of Iron Fist Tournament Spiele. Das sind die Spiele, die Tekken maßgeblich geprägt haben. Das sind die Spiele, das sind jetzt die beiden Spiele, wo ich sage, ihr sagt euch, was kann nur eins sein? Die Frage wird, was kann nur zwei sein? Aber wenn ihr hier schon das seht, dann fange ich gleich an. Und zwar rede ich von dem 2004 in den Arcades erschienenen Tekken 5 und bei uns 2005 für die PlayStation 2. Tekken 5 ist eines der besten PlayStation 2 Titel, nicht ohne Grund. Denn es ist das High-Quality-Fighting-Game für die Konsole. Da gibt's gar nichts anderes, da gibt's keine andere Meinung. Ja, Witcher Fighter 4 Evolution ist gottverdammt gut. Will ich gar nicht sagen, aber Tekken 5 zum 10-jährigen Jubiläum, die haben sich so den Arsch aufgerissen. Die haben innerhalb von 2 Jahren komplett eine neue Engine gebaut. Und die haben ein neues Kampfsystem, neue Regeln gemacht. Und damit haben die sich gefunden. Und seitdem haben wir das Tekken 5 Reglement bis fast 19 Jahre sind wir mit rumgegangen. Und ihr müsst auch verstehen, dass dieses Spiel für mich 19 Jahre lang das beste Tekken aller Zeiten war. Warum? Unter anderem erstmal das Intro ist verdammt geil. Also diese Story, die da vorangetrieben wird, bevor natürlich Jin zum Kriegsverbrecher wurde. Alleine, wie dieses Spiel gefeiert wird, ist unfassbar geil. Ich sage immer noch, das ist eines der besten Intros. Tekken 8 ist aber nicht weit davon entfernt. Unter anderem, das Spiel ist wahnsinnig schnell. Es ist wahnsinnig fast-paced. Es ist wahnsinnig aggressive. Du hast den Boden, der kaputt geht. Du hast geile Arenen. Du hast einen Banger-Soundtrack. Du hast einen Inhalt an wahnsinnig viel Zeug. Und Tekken 5 hat für mich auch noch den allerbesten Kazuya. Warum die späteren Spiele? Ja, er ist noch spielbar. Ich muss aber persönlich sagen, dass persönlich mir Kazuya mir in Tekken 5 immer noch am besten gefällt, weil er dort am alleraggressivsten ist. Ich muss persönlich auch sagen, hier Tekken 5, das habe ich mir besorgt. Damals, wo ich wollte Tekken 5 haben. Ich war kurz in dem Zeitraum, wo es im Sommer rauskam, nur circa ein Monate später war es schon in der Platinum-Version. Und schon war es für günstig Geld. Ich glaube, 20 € habe ich dafür gezahlt. Ist leider schade. Ich habe mir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme wirklich habe ich mich auf der Suche gemacht nach der Erstauflage der Hülle mit dem Cover. Und ja, die Disc muss ich jetzt nicht unbedingt Erstauflage haben, aber ich will zumindest dieses Cover haben, weil Tekken 5 war für mich das Tekken-Spiel. Es hatte alles. Es hatte, die Technik war fantastisch. Allein die Liebe zum Detail, vor allen Dingen, hier fing das Customization an, unter anderem. Die allergrößte Sünde, die Namco Japan gemacht hat, ist, dass sie diesen Teil nicht online spielbar gemacht haben. Hätten sie diesen Teil online spielbar gemacht, klar, das Online-Spielen wäre lange nicht so gut. Ihr seht ja jetzt hier meine Platinum-Version, die ich hier besitze. Und diese besitze ich ohne Scheiß, bald fast 20 Jahre. Und meine Güte, Tekken 5 ist für mich das Magnum Opus. Das ist da, wo sie sich gefunden haben. Das ist das Tekken, was die nächsten 20 Jahre bestimmt hat, wie die Spiele zu sein haben. Wie die Schläge kommen.
wie die Regeln funktionieren und wie sie die marginal verändert haben für die nächsten Engine. Auch wenn die Unreal Engine gegriffen hat, ja. Die Regeln waren ganz klar. Wenn du Tekken 5 gespielt hast und das sehr, sehr lang, es gab ja sogar zwei weitere Versionen für die PSP, Tekken Dark Resurrection ohne die 5-Zulage und dann einmal Tekken 5 Dark Resurrection Online auf der PS3. Die nahezu perfekte Umsetzung, beziehungsweise die allerbeste Version. Leider online eine Katastrophe, also von der Verbindung her, aber von der Spielweise her Arcade Perfect Umsetzung. Das ist das einer der PS3 Spiele, die 1080p 60 Frames laufen. Sie haben einfach das, da gehst du ab. Man muss auch sagen, die KI, gegen die du da spielst, die schummelt. Die schummelt abgrundtief, die haben manchmal Vorteile, das ist unfassbar krass. Du hast hier unter anderem allein das Cover hier, ne? Wie Jin da einfach oberkörperfrei mit seinen Handschuhen aus Tekken 4 da erstmal von sozusagen beim Finale hat. Unterteilt mit diesen roten Blitzen. Und im Hintergrund siehst du Raven und Fang. Es gab auch andere Cover, wo Asuka natürlich drauf ist. Das sind nämlich die Newcomer in Tekken 5 tatsächlich. In Tekken 5 Dark Resurrection Online kamen tatsächlich dann Dragunov und Lily. Ja, das sind Tekken 5 Charaktere. Und Tekken 5 war das erfolgreichste Tekken und ist es bis heute eigentlich immer noch, wenn man die Sachen zusammenrechnet. Ey, wenn Capcom das tut mit ihren Street Fighter Spielen, ja? Jegliches Street Fighter 2 Spiel und jegliche Street Fighter 4 Spiele und die sie nehmen sie zusammen oder die Street Fighter 5 Spiele, dann darf ich doch wohl auch Tekken 5 zusammenzählen und dann kommen wir auf 16,5 Millionen Einheiten, ungefähr, ja? Und da will mir jemand erzählen, Tekken 3 ist das meistverkaufte Spiel. Ja, als Solo-Game, okay. Ne, als Solo-Game hat sich Tekken 5 dann, ja, nur 1,5 Millionen Mal weniger verkauft. Aktuell, aber also zum Startpunkt der Zeit, zu dem Lebenszyklus von der PS2. Aber man muss verstehen, Tekken 5, das ist eine Hausnummer. Und das ist für mich immer noch eines der Tekken-Spiele, wo ich... Was muss Tekken für mich sein? Tekken muss für mich, wenn ich es reinlege, ich will mega Spaß haben. Ich will, dass geile Scheiße passiert, die geile Action. Und ich will dieses Gefühl haben, dass diese Dynamik sich auch überträgt mit meinen Gedanken und mit meinem Unterhaltungswert. Und das hat Tekken 5 sehr, sehr lange gemacht. Und Tekken, und wie gesagt, diese, ich liebe, trotz dieser eckigen Grafik-Engine, finde ich trotzdem, wie Xiaoyu zum Beispiel zur Kamera guckt, wie Xiaoyu auch sich sehr gut weiterentwickelt hat, wie Kazuya einfach mega krass abgeht und wirklich geil hier abgeht. Asuka Kazama wirklich eine toller Neueinstieg und beziehungsweise eine tolle Weiterentwicklung des Kazama-Stils. Das ist das, was ich eigentlich in Tekken 8 von Jun erwartet habe, aber ja, leider haben wir Tekken Tag Tournament 2 mit ein bisschen anderem Tekken 8 Zeug bekommen. Also sie ist schon recht relativ verändert, aber zu 70% Tekken Tournament 2. Zurück zu Tekken 5. Tekken 5, es war sehr lange das beste Tekken für mich. Das ist der Tekken-Teil. Also da gibt es keine zwei Meinungen, da diskutiere ich nicht auch lange rum. Ja, klar, ich schreite mich sehr oft mit Beat'em Up Master. Ich muss aber persönlich sagen, Tekken 5, da sagt keiner, dass das Ding ist scheiße oder das Ding ist lange nicht so gut wie Tekken 3. Tekken 5 ist das, das muss man sich vor Augen halten. Tekken 5 ist das, wo Namco sich in den Olymp hochgespielt hat. Sie haben die Zeit genutzt, wo Capcom nicht da war und Tekken 5 war der Shit. Tekken 5 haben wirklich sehr, sehr viele Leute gespielt. Sehr alle. Und es hat dieses Vollpaket vollkommen, ja, bekommen. Und da wollen wir nicht lange drum rumdrehen. Wir wollen dann mal reinschauen.
Und Leute, dieses Intro ist einfach der verdammte Banger. Das Einzige, was ich komisch finde, ist, dass Tekken 5 nicht automatisch dir anbietet, in 60-Hertz-Modus zu gehen, was ich ein bisschen komisch finde, aber ja, also ich meine, wenn man eine PS2 hat, dann ist Tekken 5 ohne Zweifel das Ding. Allein dieses Inso, diese Fortsetzung von Tekken 4 zum 10-jährigen Jubiläum. Ja, da war Tekken 10 Jahre alt. Wow. Also einfach nur geil. Zelebrieren wir einfach nochmal diese scheißgeile Info. Tut mir leid, also. Ich sehe mich nicht daran satt. Es sind 20 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, aber. Das ist so geil! Vater und Sohn! Bitte, so ein Kick-Ass-Intro! Dass man diese Stelle in Tekken 7 nachspielen kann, das ist die beste. Beste Stelle. Fast schon. Bam! Und jetzt! Bam! 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 Und er merkt, ach scheiße, die wollen mich nicht! Ich bin raus! Vor allem der Detail, ne, dass sie hier noch mit seiner Tekken 4 Hose kämpft. Das haben den Tekken 7 ziemlich nicht gut hinbekommen. Das ist auch immer noch so eine Frage. Warum kriegt Kazuya nicht seine Motive? Und jetzt, der mit Mishima ist guter Scherz, Junge. Guter Scherz. Und du denkst einfach, okay, geiles Sinto kannst nicht geben, ne? Und dann kommt Sparking. Die Geschichte hinter dem Song ist tatsächlich... Sie haben eine Band engagiert für diesen Song, deswegen wirst du nicht geclaimed, wenn du dieses Intro zeigst. Ja, Fake the Sun, Bruce. Also einfach mal, was Tekken 4 an allem gefehlt hat, ist hier drin. Ja, hier fing an, Xiaoyu ihr Design zu bekommen, langsam, also ihr markantes Design. Hordangs neues Design, muss ich wirklich sagen, ist nicht so meins. Ja, Paul und Lay und Marshall sind sich voll geblieben. Boom! Weg mit dem Meister. Ja, Asuka erstmal ganz geil, yo, ich dive mit dem Fahrrad vom Turm da runter und rette eine Katze. Ja, aber hier im Fokus sehr viel Feng und Asuka. Ah, Wang Jinri, einfach alle sind dabei. Einfach mega Event. So, und wer ist dieser Typ? Ich muss persönlich sagen, das Tekken 5 Logo ist schlecht, ja. Aber ich find die Kanji-Zeichen sind sehr markant dafür. Erstens. Ach nee. Nee. Wollte ich nicht. Ja, das meine ich. Das ist das, was ich meine. Ne?
Ne, du musst extra in den 60-Hertz-Modus einschalten. Was ich so ein bisschen merke, ne? Und das hat echtes 16 zu 9. Also das ist schon wirklich nice. Das mit dem, da habe ich schon mein Gamertag gehabt. Deswegen, das sind meine echten damaligen Werte. Zeit Time Attack, da war ich noch ziemlich krass dabei. Ich habe auch Xiaoyu habe ich auch gespielt. Ich war aber lange nicht so gut mit Xiaoyu. Man merkt, ich habe das jetzt nochmal versucht nach einer langen Zeit. Die Christy Montero, das bin ich ich. Natürlich Christy, mega krass agiert. Ich glaube, sie war hier natürlich als Skin. Mein Survival mit Xiaoyu ist nicht die beste. Und natürlich, ich habe Xiaoyu tatsächlich nicht so viel gespielt. Tatsächlich nicht so viel. Ne? Weil ich meine, mein Gott, du hast hier so einen geilen Kazuya. Christy hat meine Freunde sehr viel gespielt. Ich habe Feng sehr viel gespielt. Asuka habe ich viel gespielt. Marshall wegen Tekken 4 auch. Labolong wurde benutzt. Raw, Hardang, Bisschen, King und Ling war dabei. Ja, ich habe Ling tatsächlich nicht so den Fokus gehabt, weil, ey, Alter, du hast den besten Kazuya überhaupt. Ne? Gibt's hier noch was? Nee, ne? Nee, tatsächlich nicht. Kilo. Dann hast du hier natürlich einfach mal alles. So. Du hast sogar hier von der Tokyo Game Show. Und mit dem Trailer habe ich Tekken 4 mitbekommen. Also das ist, war ja zu Giga-Zeiten. Das ist der Trailer, den ich sehr lange mir angeguckt habe. 10 Jahre. In 2004, ein New Chapter in the Tale Begin. Also für die Arcades, ne? Naja, habe ich da sogar noch die Federn, aber anders aussehen. Naja, wie die Lichtstimmung noch nicht ausgearbeitet ist, komplett. Aber die Animationen waren schon fertig. Und dann die berühmteste Line natürlich droppen. Heihachi Mishima. So, neue Charaktere, Raven. Und da sieht man gleich jetzt Ingame-Grafik. All footage was taken for a work in progress. Asuka Kazama. Ich habe dieses Spiel mega gehypt. Unfassbar. Wie die Schläge, also wie die Effekte beim Schlagen und nicht auch fertig sind, ne? Over the top action. Ja. Yeah. Ja, das waren früher Trailer. Trailer, Mann. Boah, wie viel Gameplay die schon fertig hat. Heftig. Ja, neue Grafik-Engine. Ja, einfach Banger. Einfach Banger, was die da gemacht haben. Innerhalb von 3 Jahren.
Da selber nur gedacht, ey, der Hammer. Ja, die Charaktermodelle, da sind sie sehr stolz drauf gewesen. Aber sie haben ja, es wurde ja immer gesagt, und das ist, glaube ich, das, also was dieser Tech-Nacht da nicht mehr verfolgt, dass die Charaktermodelle nicht zu detailmäßig sind, damit die Flüssigkeit des Kampfsystems gewährleistet werden kann. Coming to Arcades in 2004, Consoles in 2005, also wow. Ja, und da gibt es natürlich noch die Arcade-Varianten, ne? Einleitung, also Intro, wird es hier immer genannt, 2004 TGS-Trailer, Japan, und da wird auch irgendwo gezeigt, dann wird natürlich irgendwo gezeigt, dass hier, da wird gezeigt, wo es Tekken.net gab. Die haben quasi dasselbe System benutzt wie Virtua Fighter, dass du eine Karte haben konntest und deine angepassten Charaktere spielen konntest. Hier, Namco, was ist mit diesem verdammten Track? Leute, warum ist der nicht in der Jukebox? Boy! Das ist die Versus-Musik, die du zwischen Kazuya und Heihachi hast. Boy! Das ist so ein göttlicher Track. Ja. Naja, aber wie gesagt, wir können davon auch nicht alle bekommen. Ne. Gold Rush. Hm. Geile Atmosphäre. Ja, Moonlit Wilderness, das ist Hammer. Crimson Sunset. Ja. Ich muss persönlich sagen, der Sprecher ist nicht unbedingt, also der Kampfansage ist nicht unbedingt der Beste. So, jetzt kommt der Moment, wo ich sage, warum habt ihr nicht, guck mal, Version B. Da gucken wir mal rein. Ja, er startet jetzt eine neue. Good morning. Er startet jetzt halt eine neue Software. Nee, tatsächlich, das ist der Standard. Also hast nicht die Bosse. Ne? Und wie du rauskommst, ist Start Select. Moment. So, hier bin ich wieder. Ich kam gerade nicht aus dem Spiel raus, deswegen versuchen Tekken 2. Ja, Start und Select. So war das. Ah, da war ich ein bisschen blöd. Aber wir gucken mal uns hier die Tekken 2 Arcade nochmal an. Good morning. Naja, so, also das begrüßt dich immer. Naja, ba-ba-ba. Aber hier, wir haben wirklich alle freispielbaren Charaktere. Das ist nämlich der große Unterschied zu Tekken 1. Ne? Du hast hier tatsächlich die PlayStation-Variante später. Ne? Ah, oh, komme ich hier nicht wieder raus? So. Naja, man kann ja hier. Ja, und man kann hier dann einstellen, was man hier so machen kann. Ja, yeah, New Character, Jun Lei. Bei Clay, Jun Lei, ja.
Versus Games, Fruit Number, ne? Konnte man alles hier, Event Mode, Yes, No, ne? Man konnte man alles hier Attract, Yes, No, ne? Man konnte hier alles einstellen. Live Bar. Ne, First Player versus Game, ne, und das ist so alles. Ne, man hatte weniger Leben. Sie haben uns alle, ja. So, jetzt hab ich's hinbekommen. Meine Güte, das ist ein bisschen anstrengend zu drücken. Und dann gucken wir uns auch nochmal die Tekken Arcade an. Es startet aber immer ein neues Spiel. Ja, ich glaube, das ist aber die Standard Tekken 3 Arcade. Good morning. Ja, der Kampfansage ist natürlich, der war auch bei Tekken 4 dabei. Ah! Schön. Bestes Intro. Wie gut das immer noch heute aussieht. Es basiert ja auch auf der PlayStation. Beziehungsweise auf der Basis. Aber die haben wirklich alles rausgeholt. Hammergeil. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Version. Oh, wir haben tatsächlich alle hier. Wir haben tatsächlich alle hier. Wow. Ich habe Start gewählt. Habe ich das Schul... Ich habe das Schuloutfit. Ja, okay. Dann wollen wir wieder raus. Round 2. Fight. Oh, das ist schwer. Ich hab's hinbekommen. Oh! Das war tatsächlich früher für mich auch Kampf. Da immer rauszukommen. Aber, dann hatten wir den Solo-Modus Tekken Devil Within, wo wir Devil freispielen konnten. Survival Kampf, Teamkampf. Der Arcade-Kampf ist tatsächlich der Geisterkampf. Time Attack, Story Run. Das ist tatsächlich wieder der iOS-typische Story Run. The King of Iron Fist. Und ich habe tatsächlich hier keine Zeit, hier zu gucken. Ne? Meine Güte. Ich glaube, ich hatte mein. Ling Xiaoyu. Dings hier. Jedenfalls Kazuya, ey. Kazuya Mishima. Final Stage. Get ready for the next battle. Ja, man kann hier kämpfen. Ja, aber... Ha!
Ja, ja, aber sie kann das noch nicht so hier. Na, das ging einfacher. Das ging viel schneller. Also sie hatte das hier noch. Ah nee, das war... Boom. Nee, das hat sie noch nicht, dieses... Kann sie das noch? Ja, das kann sie noch, tatsächlich. Ja, die R ist länger. Die R ist tatsächlich länger. Ja, also dieses... Aber die fliegen nicht so hoch, ne? Die fliegen nicht so hoch. Aber... Ja, das wurde schon ein bisschen... Ja, aber mit der wissen wieder gut zu spielen. Ja, das hat aber schon gereicht. Ich meine, du machst so schon 50 Schaden, das ist... Das ist aber... Und das war die Kombo, ne? Das ist... Das konnte sie schon. Das konnte sie schon. Overhead. Also sie kann doch nicht das, Alter. Ja, sie also... Also den Griff konnte sie ja definitiv ab hier. Jo, aber du musst genau drauf landen. Ey, 53 Schaden, das macht nie im Leben so viel. Achso, hast du schon was mit den Armen? Nee, aber wir machen nur... Naja. Naja, nochmal. Ja. Ja, aber definitiv Tekken 4 sehr viel und sehr lang gespielt. Und daher mein ewiger jetzt Platz Nummer 2. Denn es wurde geschlagen von dem aktuellsten Titel. Und ja, ich habe sehr viel drüber nachgedacht in den letzten 2 Monaten und Tekken 8 wird es sein. Ist es normal?
Aber ja, dann gehen wir dann gleich zu meinem Platz Nummer 1. Aber ey, große Verbeugung nochmal vor Tekken 5. Es wird für immer eines der besten Tekken-Spiele bleiben. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie Tekken 5 zu spielen, sei es PS3, PS2 oder PSP-Version, dann bitte versucht es mal. Außer ihr habt einen PlayStation 2 Emulator und ihr könnt oder PS3 Emulator und ihr könnt Tekken Dark Resurrection online spielen. Es ist technisch immer noch mega geil und ich empfehle es euch definitiv. Also Tekken 5 ist eines der Spiele, die man gespielt haben sollte, wenn es um Tekken respektive geht, und das ist eines der Tekken Titel. Da gibt's keine andere Meinung. Es gibt nur ein Spiel, was zurzeit das übertroffen hat wieder, und da werde ich gleich natürlich tiefer damit eingehen, wenn es soweit kommt. Daher kommen wir jetzt zum Finale und zu meinem Platz Nummer 1 meiner Top 10 Tekken Games. Liebe Leute, meine Damen und Herren, wir sind jetzt angekommen zum letzten Spiel und meinen Nummer 1 Tekken Game, The King of Iron Fist Tournament, und ihr macht alles richtig, wenn ihr Tekken 8 spielt. Da werden manche jetzt sagen, dieses Spiel ist ganz groß im Umbruch, aber hey, ich bin ein Normie-Spieler, wenn es um Tekken spielt, wenn es um Tekken geht. Ich habe schon mal gesagt, was muss Tekken für mich erfüllen? Es muss mir wieder dieses spaßige Gefühl geben. Ich muss Fun haben. Und Tekken 8 ist das aggressivste Tekken überhaupt. Es ist halt die nächste Stufe. Sie haben sehr viele Mechaniken von Tekken Tournament reingenommen. Sie haben die Tekken 5 Dynamik, was die Aggressivität begeht, reingenommen. Sie haben ein neues Reglement gemacht. Und von gewissen Charakteren, beziehungsweise ich habe hier sozusagen jetzt die beste Xiaoyu überhaupt. Sie ist vor allen Dingen, ich kann wieder Hardang hier spielen. Hardang ist hier wieder viel direkter. Ich kann ihn wieder viel intuitiver wie in Tekken 4 spielen. Und das mögen jetzt vielleicht manche kontrovers finden, warum Tekken 8 zum 30. Jubiläum das beste Tekken-Spiel zurzeit ist. Und wie gesagt, ich mach's an. Ich habe den Spaß meines Lebens. Ich habe immer, wenn einer fragt, hast du Bock auf Tekken 8? Klar, wenn ich ein bisschen zu viel gespielt habe. Aber ich sag selten nein, beziehungsweise kaum. Denn Tekken 8 macht mir so viel Spaß. Xiaoyu ist wahnsinnig toll, Leo ist toll, die Grafik-Engine ist toll. Ich habe diese Version hier gekauft. Natürlich ist das hier, wie ihr seht, die spanisch-portugiesische Version. Das ist die PG-Fassung. Ich bestelle ja seit Anfang des letzten Jahres bei NetGames. Und ja, ich muss persönlich sagen, Tekken 8 zum 30. Jubiläum, die haben einen Banger hingelegt. Ich war sehr skeptisch gegenüber diesem Spiel. Ich habe eher so gedacht, mein Gott, Tekken 8 wird wirklich nur wildes Draufgeballer, wildes Geballer. Es ist auch das. Sie haben das auch tatsächlich verkauft. Es ist aggressive Kampfspiel-Action und das ist das, wofür Tekken 8 steht. Es gibt gewisse Probleme, was die kompetitive Gemeinde angeht. Persönlich gesehen, nicht jeder ist d'accord mit Tekken 8. Tekken 8 ist auch zurzeit ein bisschen in Diskussion wegen dem Shop. Ich muss aber persönlich sagen, Tekken 8 ist nach Tekken 5 für mich das, was ich bei Tekken 5 sehr lange nicht gehabt habe, und das ist dieser verdammte Spaßfaktor. Also vor allen Dingen die Arenen sind mit der Musik, die geben dieses Feeling so, ja verdammt, das, also man kann es ein bisschen kaum beschreiben, ich kann es eher beim Spielen besser zeigen. Also jedenfalls die normale Standardfassung, die ich hier besitze, mit dem Tonus Wallpaper, den ich eigentlich schon längst habe. Ich hätte eher gesagt, die packen mir hier so ein Promo-Dings hin. Gucken wir uns in Tekken 8 nochmal rein.
Tekken 8, ihr habt ja genug Gameplay gesehen, ihr feiert anscheinend meine Show-Yu. Hier sehen wir das geile Intro, vor allen Dingen der Story-Modus, der Endkampf zwischen Jin und Kazuya, sehr würdig, sehr geil gemacht, sehr geil inszeniert, sozusagen das Endgame. Und dann gucken wir uns dieses Intro an und es ist sehr krass inspiriert von Tekken 5. Und der Song ist gar nicht mal so schlecht. Klar, der kommt nicht an Sparking ran. Aber die Bilder, die sie hier benutzt haben, nein. Also mich wird's nicht wundern, wenn Tekken 8 das beste Tekken... Ah, da ist sie, meine Lieblingsstage an der Sen. Und da ist sie, das Gesicht von Tekken 8, Reyna. Das finde ich persönlich, aber sie haben sie sehr krass vermarktet. Sehr krass. Ja, Tekken. Ja, Tekken Tech zur Referenz. Sowohl von beide, aber nicht krass. Ah, hier. Tekken 5 Movement. Ah, also Sena. Das ist richtig wild. Wie? Tekken 5 und eine Schlacht? What the fuck? Ja, Lily. Ja. Das ist klar, dass er gegen die Kostkonobisch-Roboter kämpft. Ah, hier. Sorry. Das passiert eigentlich gar nicht so in der Story. Ja, wer wird diesen Schlag endlich gewinnen? Ah, geile Idee, das mit den Ketten sprengen. Sehr sinnbildlich für Jin. Jin ist hier ganz klar im Fokus. Ja, Ende. Das ist nicht gut gemacht, meine Damen und Herren. Das hätte man besser machen können. Hier kommt jetzt natürlich derjenige, der Fotos, Videos produziert. Zur Zeitpunkt der Aufnahme ist Edigato draußen. Lydia Sobieska ist für den Sommer angekündigt. Aber gehen wir jetzt nur mal rein. Der Techno-Shop, ich gebe euch zu, der Techno-Shop ist noch okay. Aber dieser Fighting Pass, der ist sowohl bei Street Fighter 6 als auch bei Tekken fehl am Platz. Also, das hätte man lassen können. Das sind so moderne Praktiken. Muss ich nicht haben, aber ich ignoriere sie einfach. Aber was ich zum Beispiel sagen kann, ist, dass dieser Tekken-Shop, klar, es gab früher Updates, wo man zum Beispiel die direkt für Xiaoyu hier zum Beispiel das Sommerkleid für Tekken 4 geben konnte. Warum gebt ihr nicht einfach das Alternative von Tekken 4? Leute, ihr würdet sofort Geld bekommen. Alle Xiaoyu-Fans hätten gesagt, yes, yes. Ja. Was ich spannend finde, ist, dass das habe ich mir natürlich nicht geholt, aber hier, dass Kazuya endlich sein Tekken 6 Outfit bekommen hat, den er nur im Intro hat. Ich meine, geiles, das ist einfach schon ein geiles Outfit, was man aber eher in Tekken 6 gerne gehabt hätte, aber wir haben es jetzt in einem sehr guten Spiel, daher will ich mich nicht beschweren. Ich finde auch, dass die sehr gut modelliert sind, ne? Finde ich schon ziemlich gut. Naja, natürlich hier, wir wollen uns nicht verstecken, hier Jun Kazamas Tekken Tag Tournament 2 Outfit. Ja. Aber die haben sie viel zu jung gemacht, finde ich. Also nichts gegen das Aussehen von Jun, aber sie sah deutlich, sagen wir mal, reifer und älter aus in Tactics Tournament 2 als hier. Hier sieht sie aus, als hätte sie, hätte sie gesagt, Nina, kann ich kurz mal deine Eiskabine haben? Aber, ja,
die und ihre Charaktere. Ich finde, ich muss aber sagen hier, ne, das Tekken 5 Outfit, ich hätte gern das Tekken 4 Outfit. Oh mein Gott, das hätte ich mir sofort gekauft. Ne, weil das ist das Tekken 5 Outfit, das nicht unbedingt mein Favorit, aber ja, okay, ist okay, kann man machen. Ja. Ich glaube, für Eddie gibt's noch nichts. Nee, für Eddie gibt's noch nichts. Aber für Nina gab's was, ne? Weil Ninas Design, ich finde generell die meisten Designs hier von wirklich gut. Ja, Leo hat auch noch kein Retro. Ich meine, was hat Leo schon für Retro-Designs, die man haben will? Ich meine, sein Standard-Outfit von 6 ist jetzt nicht so das Ding. Wo ist Nina? Nina sieht so anders aus im Basketball-Bildschirm. Sie hat keine langen Haare mehr. So über Schulter lang. Und dann hat sie hier Blood Vengeance. Ja, dann hat sie hier ihr Blood Vengeance Anzug. Sogar mit der Brille. Ja, okay, mit der Brille sieht das noch viel cooler aus. Aber das ist aus Blood Vengeance. Das ist aus diesem CGI-Film. Sehr, 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 sehr 1:1 übernommen. Ne? Das ist sowas, wo man sagt, solche Kostüme gab es nicht in den Tekken-Teilen. Und da haben sie jetzt die Möglichkeit, das tatsächlich sehr gut zu machen. Ne? Vor allen Dingen, dass die Haare auch so sind wie im Film. Ne? Aber Nina haben sie komischerweise älter. Also man sieht, dass sie schon älter ist als sonst. Ne? Deswegen hat dieses Kostüm ein bisschen wenig, weil klar, es sind ein paar Jährchen vergangen, zwischen 7 und 8, aber jetzt nicht so viel, ne? Naja, jedenfalls, was man sagen kann hier, dass sie eine Komfortfunktion haben für deine Favorites, damit du hier gleich zugreifen kannst. Ne, Tekken Kampf Lounge, das ist jetzt die, wo man hier sich trifft. Die Lobby, die Privatlobby, Training. Ich muss sagen, persönlich, die Galerie ist relativ schwach. Weil wenn man jetzt Spezial nimmt, hier sind jetzt nur die Backstories, was zum Beispiel bei Tekken 7 zusammengefasst wurde. Das ist neu. Lebensstory Jun Kazama. Ich glaube, weil zur Zeitpunkt der Aufnahme kommt Season 1. Kommt noch im Herbst weitere Zusatzstories mit den neuen Charakteren aus Season 1. Aber wir können uns auch ein paar Illustrationen hier angucken. Ne, Grafik. Ne, hier. 6 Millionen. Ach so, das sind die Bilder, wie viel Tekken 7 sich verkauft hat. Ne, die haben für jedes Bild immer ein feierlich das Bild gemacht. Natürlich überwacht das Lilly, weil Lilly ist die reichste von allen. Und dann machen die halt Videocall. Ah, finde ich schon geil. Ja, und das ist das, das ist natürlich für 10 Millionen schon gewesen. Oder 8 Millionen? 7 Millionen? Weil Lydia ist schon dabei. Ganz rechts. Das ist auch wirklich ein schönes Bild. Ne, schön, dass auch Heihachi hier mit Kazumi dabei ist. Der Tiger da drin. Kazuya ganz versteckt. Natürlich Nina, also die Frau natürlich sehr im Vordergrund. Ja, also das muss schon das 10 Millionen Bild sein, weil hinten hier ist Kunimitsu schon. Also das muss schon das Ende gewesen sein. Tolles Bild. Kazuya gegen Lilly. Ja, Lilly und hier. Hab ich vergessen. Ah, jedenfalls schöne Halloween-Bilder. Ja, es gab nur diese zwei Bilder. Jedenfalls, das sind diese Spezialdinger. Wenn man hier die Illustration sich anguckt, dann gibt es hier. Oh, es gibt für Eddie auch dann? Okay, cool. Aber kann ich freischalten? Ja, holen wir mal, ne? Gucken wir uns mal den guten Eddie an. Ja, das sind diese. Diese Künstler, ja, natürlich. Holen wir uns auch das Render.
Ich find das Design von Eddie geil gemacht. Das ist jetzt endlich mal so ein weiterer Fortschritt. Das ist so die Zukunft von Tekken. Das gefällt mir ziemlich gut. Oh, das ist natürlich sehr arty, ne? Aber das sind die Künstler, die seit Tekken Tag Tournament 2 gerne engagiert werden. Oh, das ist cool. JB-Style. Das würde ich sogar gerne nehmen. Das ist wirklich cool. Das ist geil. Das ist wirklich cool. Naja, auch cool. Hier Rainer Artworks. Ja, hier ist sie ein bisschen böse. Sieht sie aus. Ja, die Ketten, wie sie gesprengt hier werden, naja. Raven. Also Xena. Ja, wirklich schon wirklich sehr cool gemacht. Das ist cool, dass man das hier beibehalten hat. Trotzdem finde ich ein bisschen wenig. Ich glaube, da kommen noch ein bisschen Updates. Achso, jetzt kommen natürlich noch die anderen Artworks. Hiroyaki. Für alle Charaktere. Ja, und hier kriegt man das, wenn man gegen True Devil Kazuya gekämpft hat. Gegen Devil Kazuya. Ja, Azazel ist auch Thema. Ah, Key Visual. Das ist zum Beispiel ein Bild, wo ich sage, ja, das ist schon ziemlich cool. Natürlich, das Cover ist. Es ist geil gemacht. Das, ja, das hat schon was. Ach ja, die kleinen Bildchen. Das wurde auch sehr oft benutzt jetzt mittlerweile, dass sich zum Beispiel Tekken ein paar Millionen Mal verkauft hat. Aber ich glaube, sie haben das schon ein bisschen erneuert. Ah ja, also Xena und ihren Kaffee-Werbung. Ja, High-End-Rendering, also sehe. Ach ja, jetzt kommen die ganzen Kämpfer, natürlich. Shoyu, Victor. Allgemein, ach ja, auch die Filmchen. Die Filmchen, also dass man sich die ganze Story angucken kann, ist schon ziemlich geil. Ja, ich muss schon sagen, allein diese Stelle. Also die ganze letzte Sektion, das ist schon wirklich geil. Ne? Naja, ich habe noch nicht alle Character Stories gemacht. Aber wer die Character Stories zu den Charakteren sehen will, die ich gerne spiele, kann sich gerne mein Tekken 8 Arcade Runs oder beziehungsweise Story Runs angucken. Aber auf jeden Fall einfach die Stelle. Hallo? Du kleiner Scheißer. Natürlich, es fliegen harte Berge durch die. Ja. Ja. Hab ich hier alles. Das ist so geil, dass sie den Endtitle-Song Kaminano für Jun genommen haben, weil damit Kazuya besiegt werden kann. Das ist so geil. Oh. So schnell ist Kazuya nicht. The story is Bush. Aber dass die Haare nur sitzen, ne? Also die nehmen was ganz anderes als drei Wettertaft oder so, ne? Ich meine, guck dir das mal an, wie viel Wasser da ist und so. Also normalerweise müsste da jedes Haarwachs oder Gel nachlassen. Da, die Tagline von 7. You will be a shining star of hope. To Devi Vivere, believe in yourself.
and look to the future. You go look good. And you get it. Wie gesagt, für den Endkampf, wie wieder aufgebaut wird, das ist schon. Das ist ein Endkampf, den die beide echt sehr gut. Sehr gut inszeniert haben. Weil beide kommen gut weg. Außer dass Kazuya wenig zeigt, dass er irgendwas Menschliches noch hat. Ne? Er ist einfach nur der wahnsinnige Typ, obwohl er tatsächlich ein bisschen mehr komplex ist. Ja, Leo! Leo hat eine Rolle hier. What the fuck? Naja, jedenfalls ist Kazuya nicht grausam zu Jin. Das ist so die eine Sache, die man vielleicht so sehen könnte. Oder ich interpretiere zu viel rein. Ja, und dann fängt natürlich das. Achso, ja, jetzt. Ah, jetzt kommt gleich der finale Schlag anscheinend. Wer überlebt den Shit jetzt? Ja, aber wie gesagt, man sieht hier auch schon alleine an der Inszenierung, wie high budget Tekken ist und wie gut der Stil auch eigen bleibt. Mich stört immer noch die Bodymasse hier. Ja, okay, aber ey, Power Fantasy. Ich bin mal gespannt, ob die Story ein bisschen um Jun tatsächlich noch weiterziehen oder irgendwie noch was mit Kazuya machen. Mal gucken. Ja, und vor allen Dingen die Story hat Jin gerettet, muss man sagen. Also, puh, so ein Scheiß, was sie mit ihm in Tekken 6 gemacht haben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Tja, dann laufen wir schön. Keiner wird ihn abholen. So cool sind sie nicht. So cool sind die alle nicht. Aber natürlich die beste Stelle ist schon fast mit Leo und Azucena. Ja. Ja, und natürlich Story, das haben sie auch ganz gut umgelegt. Training und Galerie, das ist das, was wir. Tekken Ball habe ich tatsächlich noch nicht so viel gespielt. Online. Die Kampflaunch und Mitspielersuche. Also Ranglistenspiel, ja, das wähle ich gern selber aus. Ich finde es gut, dass hier die PlayStation 5 Tournaments, die sie hier veranstalten, dass man sich direkt da anmelden kann. Das ist etwas, was Guilty Gear ein bisschen vorher gemacht hat, aber da haben ja Bandai Namco unter sich ziemlich gut geholfen, beziehungsweise die Jungs von Arc System haben da, denke ich mal, bei den Einstellungen mitgeholfen. Ziemlich viele Leute haben auch mit bei Tekken 8 oder machen bei Tekken 8 mit. Das sind unter anderem Ex-Entwickler von Dead or Alive 5. Das merkt man aber auch an den Arena-Interaktionen und dem Action-Gameplay an. Also das ist viel actionorientierter und dass die Charaktere viel besser Schmutz und Schweiß haben, weil das hat Tekken vorher nicht gehabt. Und natürlich diese Splats, diese Ground-Splats, diese Wall-Splats, das Ganze. Die Charakteranpassung ist ein bisschen wenig. Ich muss aber auch sagen, die Spieleranpassung. Ach ja, dass man das hier wieder hat, ne, die ganzen Titel. Das ist schon wirklich geil.
Avatar-Anpassung und die Jukebox. Nett, dass man sogar einen eigenen Track für Dings hat. Ja. Mir gefällt ziemlich viel von Tekken 8. Ich muss persönlich auch sagen, dass mir das hier, das ist so stellvertretend für mich für Tekken 8. Dieses Neo City. Das ist schon ziemlich geil. Das ist so der Track, wo ich gesagt habe, yo. Und abgehen. Oh mein Gott. Ja, das ist der Track, wo sie immer benutzen für... Get ready for the next... For the new Challenger. Get ready for the next battle. New Challenger. Ne, und dann geht das wieder los. Da benutze ich tatsächlich für Yokoshima benutze ich Edge of Spring. Ja. Ganz besonders. Ja. Und das gefällt mir ziemlich gut. Beim Colosseum, da gefällt mir, da nehme ich. Es gibt nicht The Strongest Arena von Tekken 4. Namco, was ist da los? Außer sie haben es jetzt drin. Sie haben es drin! Es ist wieder dabei! Oh mein Gott, das war nicht dabei. Das war nicht dabei. Aber okay. Ich behalte lieber den hier. Weil der Remix ist schon ziemlich gut von Tekken Tag 2. Ja, das ist für mich Metall und so. Keine Hubschrauber. Forest Law. For reasons. Fall Storm Rising mag ich natürlich nur das Normale. Ohne den Climax. Das ist auch ein geiler Titel. Das ist auch wirklich so Tekken 8. Ja. Ah, da benutze ich natürlich das von Tekken Tag 2. Natürlich erstmal, ne? Heaven. Und im Climax. Ne, das ist natürlich nämlich der Tekken Tag 2. Ne? Das ist auch was bei Tekken. Ah, hier. Hier muss ich natürlich Heat Haze Showdown nehmen. Da geht nichts anderes. Ne? Ah, Golden Meatdown. Geil. Ich mag aber auch den Climax. Ne, den mag ich auch. Meine absolute Lieblingsarena und Lieblingsmusik hier. Twilight Party Cruise. Das ist... Aber wie gesagt, das beschreibt Frankreich perfekt, weil Frankreich ist auch der Geburtsort von EDM. Also... Ja. Da überlege ich die ganze Zeit, ob ich tatsächlich was reinbaue, aber es hat ja so Versatzstücke von Kazuya aus Tekken 2. Ne? Es hat was Verspieltes. Da habe ich natürlich von Tekken 5 Dark Resurrection das Passer. Ja. Nina Stage, da habe ich natürlich die genommen bei Hubschrauber. Hubschrauber, Metall und Stein. Nina Stage. So einfach bin ich. Da habe ich natürlich Tekken Tag 2 genommen. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich geiler Auswahlbildschirm. Und natürlich habe ich hier... Das ist für mich eine Auswahl. Hier habe ich die... Das ist für mich so... das ist... Man hört das Ende von Tekken 5 und hier sind wir angelangt zum besten Tekken. Ja. Aber. Kann man sich hier in Ruhe. Habe ich ohne Zeit? Ja. Also, wie gesagt, wir haben jetzt einmal hier Eddie. Ja. Ja, das steht tatsächlich nicht New Capoeira, aber ja. Wie gesagt, die sind alle vom Design her ziemlich geil gemacht. Safina auch. Gar nicht mal so schlecht. Paul, da kann man sich streiten. Aber mutig.
mutig. Ich finde Raven auch mega, mega gut hinbekommen. Ja, Victor. Rainer auch. Ja, schlichtes Design, aber hey, es funktioniert. Also Sena. Auch cooles Design. Sahin, ein bisschen mehr Farbe bekommen. Aber so großartig sehe ich da nicht. Law, der ist mehr Bruce Lee als sonst. Ja, Leroy Smith, da sehe ich leider keine große Weiterentwicklung. Leo. Leo war mal kurz bei Final Fantasy zu Hause und hat gesagt, yo, ich habe Bock auf Gürtel. Ich mag aber trotzdem den Mantel. Ne? Also, wenn ich ihn spiele, dann nehme ich ihn meistens so. Mit der Farbe. Die gefällt mir besser. Also, das ist nämlich seine Alternativfarbe aus Tekken 7. Die gefällt mir besser. Er sollte mal von diesem Weiß-Rot wegkommen, finde ich. Dieses Orange-Weiß, das ist schon viel markanter. Ja, Yoshimitsu, geiles Design. Feng. Ja! Ziemlich viel Bling-Bling, ne? Oh, Hardangs Design, 10 von 10. Ich benutze ihn natürlich, ich habe natürlich die Farben von Tekken 4 genommen. Oh man, dass er wieder einen Gian hat, boah, beste Entscheidung. Auch die Haare, ist mir, ich liebe alles daran. Das ist so schön. Nina, ich sag persönlich einfach nur, ja, Nina, bestes Design, 10 von 10, wirklich. Kazuya, wow, geiler Mantel. Aber endlich mal ein Update. Klar, Referenz zu Tekken 1, zu den langen Handschuhen, beziehungsweise Tekken 2. Seine Hose, endlich mal eine neue Hose, Alter. Und ja, er rockt die Scheiße, ne? Bei Jin muss ich tatsächlich sagen, war ich sofort bei Rock Howard, habe ich mich erinnert gefühlt. Aber das hier ist auch 10 von 10 Design. Das ist eine geile Weiterentwicklung. Das ist geiles Kampfsport-Outfit. Also, wie kann man bitte nach Tekken 3 sowas Geiles machen? Xiaoyu, muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir ziemlich gut. Ich mag die Farbe ein bisschen mehr. Ich muss aber tatsächlich sagen, das hier sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber das hier geht auch klar. Was mich nur ein bisschen stört, sind die Haare. Ne? Aber die nimmst du halt einfach. Die nimmst du halt einfach, ne? Nein. Ja, Lee, was ist da passiert? Natürlich, er ist ein ganz normaler Mensch auf dem Schlachtfeld. Aber hier. Warum ist das nicht Standard? Das ist Lee. Das ist Lee Shaolong. Lee Shaobla, wie John sagen würde. Asuka Kazama, nicht unbedingt mein Lieblingsausfeld. Natürlich nimmt jeder das. Das ist viel mehr Asuka Kazama. Sie haben, wie gesagt, ich finde das toll, dass sie auch ihr Hankama genommen haben. Panda ist Panda. Der Bumsbär. Wie man schon schön sagt. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Lilly. Lillys Design, ja. Ich habe keinen Bias für Lilly, deswegen I don't get it. Nee, ich muss dazu nichts sagen. Jedenfalls besseres Design als sonst. Was zur Hölle ist das? What the fuck? Lars Alexandersen, geiles Design. Ein bisschen Heavy Armor, Alter. Ich meine, das ist cool. Das ist auch ein cooles Design. Ja, aber ich find schon, das haben die schon ziemlich gut gemacht. Ja, Jun Kazama, geiles Outfit. Wirklich. Also, wow. Auch 10 von 10. Ich finde das irgendwie nicht so passend. Persönlich gesehen. Ne, das sieht so irgendwie aus, als würde sie gleich irgendwie zum Heirat oder zum Kloster gehen. Das hier ist Jun Kazama. Ne, die Hose und so haben sie natürlich stark angepasst. Warum der Typ drin ist, Mr. Edgelord, I don't know. Warum haben sie nicht Tekken 5 genommen? Wir haben ja quasi, ja, hier. Das ist die Discount-Variante bei dieser Angeberjacke.
Why? I don't get it. Jack 8. Oder besser gesagt, wo man ihn noch erkennt, Jack 7. Naja, Jack ist Jack. King. Ja, cooles Design. Wie gesagt, wenn marginal, aber simpel läuft. Wenn man sagt, hey, King hat überhaupt sich nicht verändert, dann guckt euch nochmal sein Tekken 7 Outfit an. Das ist... Das, also da ist viel passiert bei King. Da ist sehr viel passiert bei King. Also mir gefällt das. Ja. Und beste, die Leopardenmaske. Wow, ist die jetzt perfekt. Also besser, am besten modelliert überhaupt. Ja, Steve Fox. Das gefällt mir nicht so ganz. Ja, das sieht auch so ein bisschen busy aus. Da ist Tekken 7 natürlich am besten. Ach ja, unser stiller Russe. Simpel und einfach. Oder wir untersuchen alles. Ich muss aber schon persönlich sagen, Tekken 7 ist schon gar nicht ein schlechtes Outfit. Okay, Brian ist Brian. Bei Brian ist trotzdem viel passiert. Wenn man bedenkt, ja, warum hast du hier K-Dash? Oder Wesker? Also ich muss ehrlich sagen, das Outfit, ich weiß immer noch nicht, ob ich da Anklang finden soll, aber das hier, ey, ne, Schlangenhose und, ja, Bling Bling, das ist schon mega. Ja, ein Moment. Ja, so, meine Damen und Herren, das wär's dann mit der Tekken 8. Und ich habe ja euch gesagt, ich gebe euch nochmal ein Abschiedsbild von meiner Tekken-Ecke. Einmal mit meinen Top 5 Tekken-Games, mit, wie ich schon mal sagte, der von der Collector's Edition, die Statue von Tekken 7 einmal hier. Und hier kommt jetzt nochmal gleich das Bild von meinen Top 10 Tekken-Games. Also... Wie gesagt, nochmal, wer sich das geben will, dann, ja, wie ihr hier seht, auf Platz 10 Tekken 1, auf Platz 9 Tekken 6, das ist die Kategorie, kann man machen, muss man nicht. Dann kommen die okayen Titel, wie Tekken 4, natürlich, was toll an Tekken 4 ist. Ist nochmal der Artstyle, beziehungsweise wie das Spiel diese Atmosphäre ist. Aber das ist definitiv ein okayer Titel, genauso wie Tekken 2. Tekken 2 hat aber eher das geebnet, wohin Tekken 3 sich dann entwickelt hat. Ist aber ein Titel, wo man wirklich die richtige Version kriegen muss, um daran wirklich Gefallen zu finden. Dann kommen jetzt die ziemlich guten Spiele. Tekken 3, die Zukunft der aller Kampfspiele, Mother of All Fighting Games. Wir wissen alle, was Tekken 3 bewirkt hat und Tekken hochkatapultiert hat zu eines der Top 3 Fighting Game Titel unserer Zeit. Für mich aber, Tekken Tag Tournament ist für mich eine deutlich die Stufe höher als Tekken 3, weil ich habe da alle Charaktere von Tekken 1 bis 3. Ich habe Kazuya, ich habe Jun Kazama, und es macht Spaß und es ist einfach von dem Gesamtprodukt her, dem Soundtrack, wirklich geil. Dann haben wir Tekken Tag Tournament 2. Das ist das, wo ich gedacht habe, das sollte Tekken 6 sein. Technisch stimmt da alles, jeder Charaktermodell wurde da wirklich gut angefasst. Wir haben da wirklich alle Charaktere gut interpretiert. Und wir haben den Spaß unseres Lebens auf ein wirklich geiles Vollpaket. Man kann seine eigene Musik von der Platte benutzen und so weiter und so fort. Also ein sehr gutes, für mich sehr wichtiger Titel, um weiter an der Tekken-Serie immer noch dran zu bleiben. Dann kommen wir zum Kampfspiel für jedermann, Tekken 7. Tekken 7, eine Erfolgsgeschichte, wie sie kein zweites Mal passiert, hat aber trotzdem nicht die Welt verändert, also beziehungsweise nicht das Weltphänomen
bekommen. Trotzdem ein sehr, sehr guter Tekken-Titel und es hat mir Lydia Sobieska gebracht, beziehungsweise es hat mir dadurch Tekken 7 ist eine gute Zeit vor allen Dingen und Tekken 7 ist sehr wichtig für mich, unter anderem auch, weil es ist nicht nur unter anderem ein sehr gutes Spiel, es ist auch unter anderem für mich ein sehr wichtiger Titel. Tekken 5 habt ihr dann gerade gehört. Tekken 5 ist, das sind die King-Spiele, King of Iron Fist Tournament, das sind die beiden Champions. Tekken 5 hat maßgeblich das bezeichnet oder das zementiert, was Tekken 5, was Tekken heutzutage ist. Und Tekken 8, ja, zum 30-jährigen Jubiläum, da haben sie halt einfach einen rausgehauen und ich muss persönlich sagen, meine Damen und Herren, das wären meine Top 10 Tekken Games, meine Ranking Stage zum meine Ranking Stage Spezial zu 30 Jahre Tekken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich bitte euch um Kommentare, erzählt mir eure Anekdoten, wie ihr Tekken 8 findet, wie ihr zu Tekken 5 steht. Und wenn ihr die anderen Videos verpasst habt, guckt dann gerne in die Ranking Stage rein. Wenn ihr mehr Tekken-Videos sehen wollt, guckt dann gerne in meine Tekken-Videos rein. Ich habe auch eine Radio Stage Spezial zu den Tekken-Games gemacht. Ausgenommen natürlich von 8. Von 8 habe ich natürlich nur Last Stand gemacht, weil wir da geendet haben, weil Tekken 8 gerade aktuell ist. Aber Tekken 8 ist ein Wahnsinnstitel und ich denke mal, der Erfolg spricht für sich. Wie gesagt, Tekken macht Spaß. Soll Spaß machen. Es soll ballern. Es soll gut aussehen. Es soll sich gut anfühlen. Und das ist alles, was ich bekomme. Und ich bekomme eine wirklich coole Atmosphäre, wo wirklich alles zusammenkommt. Und es ist wieder ein bisschen albern. Es ist wieder ein bisschen drüber. Und das ist genau das, was ich von Tekken 8 immer wollte. Die Story ist geil. Ja, das volle Paket ist da. Natürlich, der Tekken Fighting Pass muss nicht da sein, aber ja. Nun, wir beenden diese Ranking Stage Special mit einem Abschied erstmal zu den 30 Jahre Tekken Spezial. Ich werde jetzt erstmal gucken, was ich danach mache oder bewerkstellige. Ich habe natürlich noch was vor. Keine Sorge, eine Podcast-Folge wird definitiv folgen. Und definitiv eine Fight Night wird auch folgen. Wann oder wie, das werde ich erstmal gucken. Aber erstmal wird ein bisschen Pause gemacht. Wenn eine klitzekleine oder erstmal schiebe ich dazwischen jetzt ein Singleplayer-Projekt, was ich eher auf den Kanal bringen wollte. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich es nochmal sagen. Ich bin DK. Das ist Games. Also, ich meine, wenn euch dieses Video gefallen hätte, dann lasst doch ein Like da und natürlich, wie schon sagte, kommentiert fleißig. Und wenn euch nicht nur mein Tekken Fighting Stage oder Ranking Stage Zeug gefällt, dann hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das ist Game Stage 5. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören meines Gelabers, meiner Meinung zu den Tekken Spielen und ich würde sagen, viel Spaß mit den ganzen Tekken-Spielen. Viel Spaß auf eurer Reise, falls ihr die begehen wollt. Wenn nicht, viel Spaß mit Tekken 8. Und ja, wir sehen und hören uns, wenn es wieder heißt: Get ready for the next battle. Bye bye. Ha ha.